Hallo und willkommen zurück in Minecraft. Wie ihr seht, huch, da ist die Leiste auf einmal weg. Ich habe keine Ahnung, was das gerade hier unten für eine Leiste war. Was ist das hier? Okay, also wie ihr seht, habe ich eine weitere Mod hinzugefügt. Tatsächlich habe ich drei Mods hinzugefügt. Aber Ars Nuovo ist auf jeden Fall die große davon. Das andere ist Patchouli. Und Patchouli sollte eigentlich einfach nur mehr Informationen geben. Ich sehe gerade, dass hier etwas noch nicht stimmt. Und zwar Season Z Late Winter. Es ist ja noch nicht März, also haben wir noch Winter. Ja, ich würde sagen, ich erkläre gar nicht viel. Wir schauen einfach mal in dieses Buch rein. Aha. Ich glaube, wir müssen als erstes. Ich glaube, wir gehen als erstes Ressourcen zusammensuchen. So. Es ist so furchtbar voll hier drin. Machen wir das Ganze mal so. Ja, lasst uns mal irgendwo hingehen, wo wir noch nicht waren und schauen, was die Welt uns jetzt Neues zu bieten hat. Der Schnee ist allerdings doof, muss ich gestehen. Naja, was will man machen? Dann gehen wir mal hier hin. Desert ist gut, da frieren wir schon mal nicht. What? Das ist falsch. Es regnet in der Wüste, es ist einfach nur falsch. Okay. Ja, gut. Also, ich meine, das ist hier definitiv Wüste und es regnet hier. Es ist falsch. Das ist einfach alles falsch. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hinfliegen soll. Ich bin am Überlegen, sollen wir das fliegen lassen? Sollen wir das fliegen lassen? Da muss ich halt viel rennen. Wisst ihr was? Wir lassen es fliegen. Habe ich eine Alternative? Ich habe nur das hier. Ich glaube, das möchte ich nicht als Alternative. Na, wir laufen einfach mal so. Ich meine, ich könnte die Rüstung auch anlassen und einfach nicht fliegen. Okay. Wir werden sehen, wie lange ich das durchhalte. Ach ja. Ich kann hier ja so schnell rennen und springen. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Wenn ich mit dem Stream abwechsle, wo ich das nicht machen kann, da passieren Dinge so. Was bist du denn für? Also, das ist nur Biomes of Plenty, aber das nehme ich mit. Die sieht irgendwie gerade so hübsch aus. Ja, genau auf die Weise bin ich meine Spitzhacke losgeworden. Da wollte ich auf 1 drücken und habe 1 verpasst und habe. Hallo. Und habe dann Q gedrückt und dann war meine Spitzhacke weg. Das machen wir nicht nochmal. Das ist eine schlechte Idee. Genau, was ich noch reingemacht habe, ist Aquaculture heißt das, glaube ich. Da können wir dann ganz viel fischen. Ja, was ist jetzt? Stell dich noch nicht so an. Ich muss auch gar nicht oben schwimmen, wenn du nicht willst. Wir können ja. Wir haben ja unsere Unterwasseratmungs. Was seid ihr denn? Ja, halt mal still. Halt doch mal still. Halt. Gut, dann machen wir das anders. Wenn du nicht stillhalten willst, dann. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ihr seht auch anders aus. Was seid ihr? Tambaqui. Oder wie auch immer man das aussprechen will. Wo sind die Kleinen jetzt gerade hin? Sind die. Ach, da sind die. Achtung! Piranha! Ich habe ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit Piranha gemacht. Ich bin ja froh, dass die mich jetzt nicht beißen, aber ich habe ganz, ganz schlechte Erfahrungen mit Piranhas in Modpacks gemacht. So, hier können wir runterschauen. Ja, nee, nicht. Das ist unser Freund. Servus! Hallo? No. Da hat er sich hergedreht. Nee. Ich will mit keinem Zombie kuscheln. Kommt er eigentlich hinterher? Nee, er kommt nicht hinterher. Ich meine, der steht da einfach nur und guckt. Er tut ja überhaupt nichts. Und trotzdem.
trotzdem will ich das nicht. Oh, Entschuldigung. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie, es ist jetzt wieder kälter geworden bei uns und auch ein bisschen dunkler draußen, also wettertechnisch. Und ich glaube, dadurch werde ich jetzt wieder ein bisschen müder, generell, allgemein. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich hinrennen soll. Ich weiß nur, dass ich nach den neuen Sachen suche. Und das sind auf jeden Fall Blumen mit dabei. Ich weiß aber nicht, ob ich hier nicht schon mal war. Wo renne ich denn überhaupt hin? Ich renne zurück. Also ich renne genau dahin, wo ich wahrscheinlich schon mal drüber geflogen bin und generiere nichts Neues. Vielleicht sollte ich halt doch fliegen, damit es schneller geht. Sollen wir ein bisschen fliegen? Wenigstens ein bisschen, um in Gefilde zu kommen, wo ich noch nicht war. Nein, nope, nope, nope. Meins. Nicht euers, meins, 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 meins. Das Sea-Serpent hat sich irgendwie auch gedacht, so, ah ja, die fliegt schon wieder. Lass mal sie in Ruhe. Was ich zu erzählen habe, ist, dass ich am Donnerstag nicht alleine im Stream war. Wuhu, es waren Leute da. Yay! Brauche ich diese blöden Knochen noch für irgendwas? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich bräuchte die noch für irgendwas. Halt still. Es tut nur ganz kurz weh. So. Und sie und... Hallo! Dankeschön. Ich kann so nicht arbeiten. Sie müssen stillhalten. So ist das fein. War da jetzt irgendwas dabei? Ich glaube, dieses komische Schwert war dabei, das ich nicht haben will. Waren da jetzt die Knochen dabei? Nee. Nee, was soll's. Egal, wir fliegen weiter. Das ist jetzt nicht unsere Hauptaufgabe. Und ich bin so froh, wenn es endlich Frühling wird. Das war jetzt lustig. Das war jetzt haha lustig genug. Hahaha. Jetzt möchte ich mal nicht frieren. Bin schon gespannt, wie es mir dann im Sommer geht. Wenn ich dann die ganze Zeit sage, es ist so warm, ich will das nicht, ich will, dass wieder Winter wird. Nein. 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 Bin ich vorhin hier vorbeigekommen? Könnte sein, ne? Könnte sein. Was ist das da? Ach. Wo fliege ich eigentlich hin? Fliege ich jetzt richtig? Ja, ich fliege richtig. Jetzt fliege ich zu größeren Koordinaten, wo eventuell was kommt, was ich noch nicht kenne. Seeschlangerl, seid doch lieb. Keiner hat euch was getan. Ihr müsst nicht so garstig sein. Pack den mal eben wieder weg. Oh, ich verstehe das nicht. Warum ich jetzt auf einmal so müde bin? Also. Das sieht ja lustig aus hier, so. So sehr wild. Wird es gerade Nacht? Sieht fast so aus. Ich hab... Ich hätte eigentlich wissen können, dass es kälter wird, weil die ganzen Tierchen reingekommen sind. Kennt ihr das? Es ist so, den Winter über ist dann okay, im Frühling auch. Und wenn es dann doch nochmal kälter wird, kommen die ganzen Spinnen und Fliegeviecher wieder in die Wohnung rein. Weil die merken, dass es kälter wird und die schauen halt dann einfach, dass sie ins Warme kommen. So. Jetzt hoffe ich, dass die Sachen auch tatsächlich generiert werden. Weil, ich weiß das ja eigentlich gar nicht. Dadurch, dass hier so viele verschiedene Mods drin sind, kann es natürlich sein, was haben wir hier? Das ist Natural Decor, das ist nichts Neues. Kann es natürlich sein, dass das mit dem Generieren so ein paar Probleme macht. Am Ende ist das nur in einem bestimmten Biom, wo dann... Ich meine, das Einzige, was ich weiß, ist diese blaue Blume. Das sind Kornblumen, das ist nicht... Nein. Mm-mm. Da sehe ich jetzt auch nichts. Da ist... Das sieht doch interessant aus. Was sind sie? Okay. So,
erstmal schauen, dass der nicht hinterherkommt. Und ich würde sagen, wir bauen diesen Baum. Wir ernten den Baum einfach mal, oder? Weil. Ich wüsste sonst nicht, was wir sonst machen sollen. So. Auf jeden Fall mal ein paar Setzlinge mit nach Hause nehmen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja. Drei. Vier wären schön. Vier, sehr schön. Ich weiß nicht, ob der aus einem oder aus vier Setzlingen wächst. Deshalb wollte ich auf jeden Fall vier haben. Die... Ja. Die Blätter sehen auch voll schick aus, muss ich sagen. Kann man mit denen irgendwas Besonderes machen? Cascading Arc Wood Leaves. Habe ich jetzt nicht gesehen, dass man damit irgendwas Besonderes machen kann, aber wir werden das sicher noch herausfinden. Ja, also jetzt wird nicht mehr geflogen, jetzt wird gelaufen. Ich habe schon überlegt, ob ich die Rüstung mal für eine Weile einfach wegpacke. Einfach nur damit... Mich haben so viele angesprochen, dass ich cheate, weil ich fliegen kann. Und dann durfte ich immer erklären, nein, das ist erspielt und nicht ercheatet. Das hat alles seine Richtigkeit. Aber ich verstehe durchaus, warum sich das nach Cheaten anfühlt. Und bin eben am Überlegen, ob ich das mal eine Weile wegpacke. Nur damit ich mal wieder normal spiele. Den nehme ich mal nicht mit. Ich tropfe schon wieder. Ich finde die Blumen so schön. Ich brauche unbedingt ein ganz großes Blumenbeet zu Hause. Ja. Okay. Moment. Kann ich damit denn irgendwas Interessantes machen? Aha. Ja. Ja. Tablet of Moonfall. A tablet used for... Rituals consumed on use. Ja. Deshalb habe ich immer die Uhren mitgenommen. Was haben wir hier? Achso, Smoker. Scribes Table. Ja, den machen wir auf jeden Fall dann zu Hause und schauen uns den mal. Oh. Source Gem Block. Oh. Willing. So, was haben wir hier? Aha, aha. 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 Alles klar. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe mir die Mod schon oft irgendwie rausgesucht. Aber ich habe die noch nie gespielt und tatsächlich noch nicht mal mich damit beschäftigt. Ich weiß gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ich spiele jetzt komplett blind. Ah, da haben wir nochmal so einen Baum. Die scheinen wohl nicht so selten zu sein. Ich werde jetzt keinen zweiten mitnehmen. Ich nehme jetzt erstmal den ersten mit. Ich meine, wir haben Setzlinge und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Ja, Yoshi dreht am Rad. Ganz, ganz klein wenig nur. Ich hab wirklich überhaupt gar keinen Plan. Aber was ich jetzt, was mir gerade eingefallen ist, wenn wir hier mal die Mods anschauen. Wo sind, da kommen die Mods. Das würde ich schon haben, ja, das werde ich schon haben. Ich bilde mir nämlich ein, dass ich für ein paar Sachen Patchouli gebraucht hätte, was ich noch nicht hatte. Jetzt habe ich's. Ich sehe aber noch nichts. Ich weiß nämlich auch nicht, an welcher Stelle. Eigentlich müsste es ja ganz hinten kommen. Wir klicken mal ganz durch. Halt! Da war was Interessantes. Ach, das ist. Ah ja. Oh! Oh wow, das sind. Oh, das sind aber viele Sachen. Oh, das sind aber. Ach nee, das ist Aquaculture. Aha. Okay. Ja, Treasure Chest. Ich will eine Treasure Chest haben. Kann man die auch craften? Nein, man kann sie nicht craften, natürlich nicht. Schade, was ist das? Netherstar Hook? Und was macht man mit dem? Wozu ist der gut? Aha. Ja, nun. Was ist das hier? Birch Fish Mount. Okay. Und hier kommen jetzt ganz viele tolle Sachen. Alles klar. Ja, nee, passt. Oh. Oh, das sieht ja cool aus.
Ich hatte überlegt, wenn ich ein Schloss mache, das aus den weißen Steinen aus dem Twilight Forest zu machen. Ich muss gestehen, ich möchte es vielleicht dann doch lieber aus den Steinen machen. So, also, passt auf, ich muss kurz pausieren. Okay, Yoshi hat sich beruhigt. Und ich darf jetzt schauen, mit denen will ich ja eigentlich nicht spielen, nachdem ich ja nicht fliege. Jetzt wäre. Was seid ihr denn? Jellyfish. Ah, oh no. Ich weiß nicht, ob ihr das. Oh. Das war gerade so, oh, Jellyfish, die kann ich in meinen. Oh, mein Zoo wird noch viel größer, merke ich gerade. Ah, schön. So, dann schauen wir hier noch rein. Ich weiß zwar gar nicht, ob ich hier überhaupt was brauche, aber. Ich brauche es eigentlich nicht, ne? Das ist. Ich bin da jetzt so scharf drauf, weil in der Streamwelt. Da habe ich halt so gut wie nichts. Da bin ich ja noch ganz am Anfang. Und das sind diese Dinge halt alle noch mega wertvoll. Da würde ich auf jeden Fall das Eisen mitnehmen. Aber ich habe zu Hause ja nur eine ganz klitzekleine Eisenfarm mit ganz bisschen Eisen drin. Ich werde nicht durch den Ozean schwimmen. Gar nicht so sehr wegen den Sea Serpents, sondern weil das einfach viel zu lange dauert und überhaupt ziemlich langweilig ist. Wir fliegen da jetzt drüber. Ich fliege auch extra tief, dann muss ich mich mit den Sea Serpents doch abgeben. Also. Muss ich natürlich nicht, weil ich viel zu schnell bin. Da. Oh, der ist hübsch. Moment. Oh, der ist voll schick. Oh, ist der schick. Was seht euch diesen hübschen Baum an? Und ja, ich bin deppert, lasst mich. Droppt der. Nee, der droppt schon. Der droppt schon. Wie heißt der? Blazing. Ah, gut. Was mache ich nur? So mache ich das. Passt super in meinen Herbstwald später. Also im Herbst. Ja, jetzt im Winter. Bis Herbst ist noch eine Weile hin. Aber das ist schon mal so im Hinterkopf. Also. Es tut mir leid, ich muss gerade über mich selbst lachen, denn zu sagen, ich behalte das im Hinterkopf als Hirnwürstel ist so. Ja. Schauen wir erstmal, ob es überhaupt noch Folgen gibt, bis es Herbst ist. Damit kann man doch sicher auch interessante Sachen machen. Damit kann man die Sonne, Tablet of Sunrise. Tablet of Sunrise, ja, ich mein. Ja, es kommt langsam, dass das Sinn macht. Was haben wir hier? Auch Tablet of Sunrise. Disintegration. Ah, jetzt haben wir es schon wieder. Das ist. Okay. Es scheint eine große Mod zu sein. Viel zum Kennenlernen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, ob ich das vielleicht beim Licht anwenden kann. Ich meine, ich habe den noch im Hinterkopf und das ist immer so ein Überlegen, so ich will nicht gegen ihn kämpfen, der ist einfach so gemein. Der ist immer so gemein zu mir. Ich gehe gleich zu Mama. Ist doch so. Was jetzt vielleicht auch noch interessant wäre, ob es Baumfrüchte gibt von Ars Nouveau. Ah, und jetzt wird es dunkel, das ist ganz schlecht, weil hier im Dschungel ja die blöden Riesenfledermäuse spawnen, die ich ja gefressen habe. Kann ich hier schlafen oder ist das zu kalt? Ich kann schlafen. Yeah. So, und nu. Was ist denn? Ach, das sind nur Schwäne. So, ich muss in die Richtung, oder? Ja. Dann fliegen wir mal weiter. Halt, was ist da? Was war da? Ich habe genau gesehen, dass da was war. Was war da? Es tut mir leid, aber es ist alles einfach so aufregend gerade.
Die ganzen neuen Sachen. Ihr kennt mich doch. Ah, guck mal, da hinten ein Vogel. Und schon ist meine Aufmerksamkeit wieder ganz woanders. Ja. Ui, soll ich diese. Ich würde von denen ja gerne noch. Also, die fleischfressenden Pflanzen finde ich ja richtig super. Und ich möchte ja später auch im Zoo ein paar Dschungelgehege haben, wo die natürlich dann super reinpassen. Aber das Abbauen und dann Wittereffekt bekommen, ist ja voll doof, muss ich sagen. Da sollte ich vielleicht schauen, ob ich irgendwie die Witterresistenz bekomme. Da gab es was. Da gab es was. Und ich glaube, es wäre gar nicht verkehrt. War keine Absicht. Kann man die Stalagmiten, beziehungsweise die Stalagmiten wahrscheinlich nicht, aber die Stalaktiten, kann man die züchten? Wachsen die? Geht das? Wahrscheinlich nicht, wenn Mob-Griefing aus ist. Also ich weiß, das ist jetzt kein Mob, aber da passieren dann viele Dinge nicht, wenn Mob-Griefing aus ist. Das entschuldigt, es ist Minecraft-Logik, das kann tatsächlich so sein. Ja, also die Bäume finde ich schon mal sehr cool, aber leider habe ich noch keine. Ja, noch keine. Ja. Noch keine Blumen gefunden. Ja. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich denke, der Baum, den haben wir jetzt in Blau und in Rot. In Gelb wird es natürlich noch Sinn machen, aber wisst ihr was? In Lila wäre es auch noch hübsch. Würde ich mir gerade so denken. So. Also im Dschungel hatten wir jetzt nicht viel gesehen. Was ich hier im Dschungel sehen könnte, wäre ein Chamäleon. Das würde ich dann vielleicht noch mitnehmen. Dann habe ich drei. Ich habe Camilla zu Hause und zwei am Zoo. Genau. Ach ja, Camilla. Camilla, Chamäleon. Okay, ich renne hier jetzt mal noch durch. Durch den Wald. Vielleicht finde ich hier noch was. Und dann werden wir vielleicht auch mal in eine Höhle runter müssen zum Erzer suchen. Da hinten ist noch mal ein blauer Baum, sehe ich. Also ich finde, die sehen richtig schön aus. Die sind richtig schick, schick, schick. Aber Rot und Blau, ich meine, Rot und Blau gibt Lila, aber Rot und Blau passen nicht in das Farbschema, das ich mir überlegt hatte. Deshalb hoffe ich, dass ich vielleicht noch was Lilanes finde, eventuell. Laufe ich überhaupt noch in die richtige Richtung? Okay. Wieder ein roter Baum. Die sind so schön, die Sachen. Ich meine, ich sage das immer, wenn ich was Neues finde. So, ah, guck mal, was Neues, wie schön. Nein, 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 nein. Ich bin dagegen. Die tasmanischen Teufel, ey. Die Geräusche, die verjagen mich jedes Mal. Ja, hallo. Hallo. Es ist ungewohnt, dass ich so viel essen darf, weil ich so viel rumhüpfe. Und hier sieht wenigstens alles wieder normal aus. In meiner Aufnahme, da ist das Menü bei mir irgendwie, also das sah irgendwie anders aus letztens. Es war so ein, bin ich vielleicht irgendwie verseucht, verstrahlt? Bin total verstrahlt, weißt du? Und, oh, ich weiß gar nicht, habe ich euch das erzählt, dass ich glaube, ich habe es erzählt, dass ich eine zweite Lichtinsel in meiner nicht mehr nur zum Testwelt gefunden habe. Ist mir jetzt gerade gekommen, als ich da oben das Luftschiff gesehen habe und gedacht habe, so, ja, eine Lichtinsel, nee. Ich habe doch noch nicht alle Lichtinseln gefunden. Habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob man sich die anzeigen lassen kann. Denn ich will ehrlich gesagt das, was ich schon erkundet habe, wo ich halt nichts gesehen habe, weil ich nicht aufgepasst habe oder so, das will ich nicht alles nochmal erkunden müssen. Nein, 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 nein.
So, und nu? Ha, diesmal habe ich dich gesehen, bevor ich dich gehört habe. Ha, ha, ha. So, jetzt sind wir schön brav. Upsi. Auf den Berg hochgelaufen, jetzt laufen wir auf der anderen Seite wieder runter. Hört ihr das, dass sich der Boden nass anhört, weil es ja regnet bzw. Schnee regnet? Dynamic Surroundings ist wirklich eine Bereicherung. Und da das clientseitig ist, kann man das auch auf Vanilla-Servern spielen. Also wenn ihr einfach ein bisschen mehr Flair haben wollt, dann könnt ihr das ohne weiteres benutzen. Ich weiß, es gibt Server, die sagen, es ist nicht erlaubt, mit Mods zu spielen. Aber das ist wirklich nur kosmetisch. Da sollte eigentlich keiner was dagegen sagen. Im Zweifelsfall einfach nachfragen. Wenn wir schon mal hier sind, schwimme ich hier mal eben durch und schaue, ob ich was Bestimmtes finde. Beziehungsweise nicht was Bestimmtes, sondern was Besonderes. Nämlich neue Erze. Hier sehe ich jetzt nichts. Vielleicht müssen wir da auch einfach ein bisschen tiefer. We need to go deeper. Aber das machen wir irgendwo, wo es jetzt nicht gerade unbedingt so feucht ist. Hör nur ich das oder hört ihr das auch? Ich glaube, das hören wir. So. Achso, ja, also Aquaculture und Ars Nuvo und das andere, das dritte war Patchouli, mehr habe ich nicht mit drauf. Aquaculture würde ich dann mal irgendwann eine ganz relaxte auf. Oh, Baby! So viel zu, ich lasse mich überhaupt nicht leicht ablenken. Aquaculture würde ich dann irgendwann mal eine ganz entspannte Aufnahme machen und nur angeln und ein bisschen ratschen. Da muss ich mir aber vorher überlegen, über was wir reden. Oder ich mache das mal in einem Stream. Dass ich einfach nur angel und mit euch rede, wenn ihr denn reden wollt. Das ging ja auch. Dann machen wir eine Stunde lang die Streamwelt und eine Stunde lang angeln. Oder irgendwie sowas. Auf geht's. Hopp, hopp. Es ist hier ein bisschen warm. Ich glaube, ich brauche ein Vanilla-Biom, um die Blumen zu finden. Zumindest tut das gerade so, finde ich. Wobei Biomes of Plenty eigentlich sehr, sehr kompatibel ist und sich viele Mods auch auf Biomes of Plenty ein bisschen einlassen. So zum was die World Chain betrifft. Ja, ich würde sagen, hier schauen wir mal rein. Keine neuen Erze, keine neuen Erze. Also ich weiß nicht warum, aber ich gehe davon aus, dass es neue Erze gibt. Ja? Ganz knapp. Hätte Haare gehabt, hätten die voll gefangen. Ja, 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 da wäre Fliegen besser, damit mir die ganzen Sachen nicht ins Inventar gezogen werden. Naja. Na, das machen wir nachher. Ja, Hicks. Oh, kann ich das hier wieder wegräumen und das kommt hier drüben hin und das kann ich auch wegräumen. So. Hier keine neuen Erze und das irritiert mich etwas. Also ich weiß natürlich nicht mit Sicherheit, ob es neue Erze gibt, aber irgendwie bin ich ganz stark davon ausgegangen. Ich könnte natürlich auch kurz nachschauen. Also ich bin davon ausgegangen, weil wegen dem hier. Wo kriege ich das her? Placing Lapis or Amethyst in an Imbuement Chamber. Ach so. Hier hätten wir Blumen. Mhm. Hier hätten wir noch eine Blume.
Wernisbrick Blossom. Aha. Aha. Ja, sieht ganz nüder. Entschuldigung, aber. Ich will es jetzt schnell machen, komm. Blub. Also, es scheint keine Erze zu geben von Asnovo. Entschuldigung, ich fand das gerade einfach nur super komisch. Dann schauen wir hier drüben auch noch. Und es schneit und schneit und schneit. Lapis brauche ich dann. Klar. Was denn sonst Lapis? Ich habe Redstone-Blumen, ich habe Eisenblumen. Was brauche ich? Lapis. Ganz klar. Natürlich brauche ich Lapis. Das wäre zu langweilig, wenn ich irgendwas bräuchte, was ich schon hätte. Was bist du? Tot. Ich habe das genau. Oh, es ist heiß. Es ist heiß. Es ist hier sehr, sehr heiß. Was bist du? Was kann ich mit dir alles machen? Leder. Okay. Tablet of Light. Tablet of Summon Wilden. Aha. Tablet of Moonfall. Potion of Leaping. Was auch immer. Alles klar. Ne, verstehe ich. Ja. Sicher. Ich nehme die mit, weil ich von den Morganit noch nicht so viel habe, glaube ich. Okay, ich habe Flügel. Ich habe Flügel, ja. Yeah. Ist hier noch was? Da. Hm? Habt ihr das auch gehört? Ich bin so schreckhaft. Habt ihr das auch gehört? Okay. Ich denke, da ist noch. Das. Ne, das ist noch. Ne. Ich muss nur schauen. Ich glaube, ich möchte von den Flügeldingenskirchen noch ein bisschen mehr haben. Damit ich damit arbeiten kann. Nein. Oh. Okay, ja. Du und. Ich flieg mal an den hin. Ich will einfach nur wissen. Du bist gar nicht böse, oder? Nein, nicht noch ein Ding. Nein, nicht noch ein Fliegeding. Nein. Und du, was bist du? Du bist auch ein Fliege. Sekunde. Wie heißt du? Summon Wolf? Das. Leute, so geht das nicht. So, wie heißt du? Wilden Hunter. Aha. Alles klar. Und was macht man damit? Ich bin nur ein bisschen überfordert. Nur ein ganz kleines bisschen. Ist überhaupt nicht schlimm. Wo schlafen wir? Ich glaube, ich schlafe am liebsten auf dem Baum, weil da der Creeper sonst hinkommt, ne? So, ja. So ist das gut. So machen wir das. Und ich fliege raus. Ich weiß, ich fliege. Hat sie nicht vorher noch gesagt, sie fliegt nicht rum? Hat sie gesagt. Hat sie gesagt. Jetzt fliegt sie doch rum. Hat sie aber auch gesagt. Vielleicht gibt es auch Villager, die irgendwas diesbezüglich anbieten. Ich weiß, es gibt Villager. Ah, es gibt. Stimmt, es gibt Villager für Ice and Fire, also Ice and Fire Villager Berufe. So. Sie sind ein Nichtsnutz. Und das ist nicht böse gemeint, das ist nur eine Feststellung.
hier sollte ich den Waystone aktivieren. Damit ich hier so weit weg kann für die Dinge, für... Ne? Mediterranean-Village. Oh, ob ich die da noch hinbekomme? Ihr wisst ja, man spricht das so aus. Ah, ich fliege schon wieder. Okay, also. Ich hätte schwören können, dass, da so, dass es da so blaue Blumen gibt. Ohne. Wo fängt es an? Ich glaube, ich habe mich mit den Blumen vertan. Ich sehe jetzt hier nämlich keine Blumen. Wozu ist das gut? Ich denke, ich muss doch ein bisschen im Buch lesen. Ich werde es wohl intuitiv nicht schaffen. Ich schau da nur mal rein. Und ja, da fliege ich jetzt schon wieder. Böse Terry, immer das Gefliege. Hier schaue ich jetzt in die Kiste. Schaue ich in die Kiste? Ja. Also tatsächlich schaue ich hier nur rein, um zu sehen, ob jetzt in den Schatzkisten generell aus Sachen aus Ars Nouveau generiert werden. Das war jetzt wirklich einfach nur Neugier. Und gar nicht, dass ich da wirklich was brauche. Ah, ich fliege zu viel. Aber das Rumlaufen ist halt auch... Ich glaube wirklich, so ganz ernsthaft, ich muss mich mit dem Buch auseinandersetzen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Blumen gekommen bin. In meinem Kopf war ganz stark drin, dass es blaue Blumen gibt. Also die es vielleicht auch gibt, nur... Oh, da hinten ist ein lila Baum. Ja! Da rennen wir jetzt natürlich auch noch ganz schnell hin. Hui! Huch, oh, oh, ah, oh. Syndontis. Alles klar. Ihr seht hübsch aus. Ich sollte einen mitnehmen und schauen, ob die das machen, was Vanillafische auch machen. Nämlich, dass sie nicht despawnen, wenn sie einmal im Kübel waren. Ich will nämlich nicht, dass die alle dann für mein Aquarium einen Nametag brauchen später. Das will ich wirklich nicht. Nee. Ja, lass dir Zeit, Terry. Nur nichts überstürzen beim Hochhüpfen. So, schön lila, yay! So. Hui. Dann holen wir uns hier natürlich ein Setzling. Es scheint viele Fallen zu lassen. Mehr als das andere. Muss ich da gar nicht... Wie bitte? Da muss ich ja gar nicht so stark aufpassen, dass ich Setzlinge rausbekomme. Alles klar? Das ist doch ein Kookaburra, oder? Was man da hört. Nicht? Da, schaut. Moment. Seht ihr Kookaburra? Ich kenne noch meine Vögel. Ja, ja. Der Lachvogel. Kookaburras sind Lachvögel. Ich würde jetzt noch nach da hinten schauen. Es hört sich schon wirklich an wie Lachen. Du bist lieb. Du bist lieb, du siehst mich nicht. Nase juckt. Habe ich sie doch wieder eingesammelt. So was. Ach, ich habe auf YouTube gesehen, dass jetzt noch ein paar andere Leute die Solar Apokalypse spielen. Finde ich sehr, sehr lustig. Was ich nicht lustig finde, ist, dass die bessere Zuschauerzahlen haben. Aber ich finde das sehr, sehr lustig, dass das jetzt mehrere Leute machen.
Es ist halt wirklich eine geniale Mod irgendwie, um mal was ganz anderes zu spielen. Um gezwungen zu sein, eine Höhlen-Challenge zu machen. Weil das ist es ja eigentlich. Alles klar. Jetzt, pst. Ich kann gar nicht denken, so laut trötest du da. Habe ich von euch schon genug? Nee, ich habe von euch nicht genug. Ich würde auch quieken, wenn ich in ein so kleines Ei reingesperrt würde. Ich meine, wenn man sich das anschaut, ein so ein Ding ist ja, also ein so ein Block hier ist einmal ein Meter, also ist das gar nicht so klein, aber ich würde natürlich auch jammern. Ihr seid doch schon wieder andere Fische, oder? Brown Trout, ja. Sie sind kein Fisch. Ich bin mir ganz sicher, dass sie kein Fisch sind. Hier sind aber viele Ertrunkene. Da hinten ist auch noch was. Die schauen wir uns auch noch an. Du bist doch wieder ein Piranha, oder? Bluegill. Das soll ich euch was sagen. Das wird was. Da darf ich... Da werde ich... Oh je. Was bist du denn? Moment. Gar? Was ist denn Gar? Gar, Gar. Da darf ich wieder ganz viel einsammeln. Da darf ich ganz viel einsammeln. Und da werde ich dann auch schauen müssen, wie die sich untereinander verstehen. Oh. Das wird eine Weile dauern, bis ich das alles gemacht habe. Ich sollte mir jetzt endlich mal... Ich habe ja gesagt, wenn Frühling ist, dann fangen wir mit dem Zoo an. Ich sollte mir endlich mal überlegen, wie viele Gehege ich brauche. Damit ich dann schon mal anzeichnen kann. Ja, da hätten wir wieder dieses... Wie heißt es nochmal? Ich sehe hier nichts Neues. Ich sehe allerdings, dass mir hier kalt wird. Und jetzt wird mir warm. Okay. Ich will noch bis in den Dschungel und wenn ich da nichts Interessantes finde, dann packen wir es. Dann gehen wir nach Hause und lesen gemeinsam. So First Steps wären auch nicht ganz verkehrt, muss ich sagen. Meine ersten Schritte waren irgendwo in der Gegend laufen, wo ich noch nicht war und Dinge suchen. Blaue Blumen, die es nicht gibt. Wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß, wie ich auf die blauen Blumen komme. Hier. Ich habe den Setzling gesehen und dachte, das ist eine Blume. Nein, ich will einfach nur raus. Dankeschön. Ich habe das genau gesehen. Hallo, Schulteräffchen. Ganz viele Schulteräffchen. Ganz viele Schulteräffchen. Oh, ganz viele Schulteräffchen. Schaut euch das an. Oh, so viele Schulteräffchen. Ich werde wahnsinnig. Ja, so viele. Oh, so viele Schulteräffchen. Ja. Oh, mein Schulteräffchen. Momo. Okay, es hat mich erwischt, aber ich hab's auch erwischt. Was bist du? Tambak. Ich bin immer noch langsam. Okay, was haben wir hier? Ach, das ist der schwarze Sand. Ganz ehrlich, ich sehe den schwarzen Sand und der erste Gedanke, ein Drachennest, no! Irgendwann ist ein Drachennest auf dem schwarzen Sand und dann habe ich ein Problem. Weil ich es einfach nicht rechtzeitig sehe. Noch mehr Schulteräffchen, ja. Schulteräffchen, hallo. Schaut nicht hin. Ich weiß überhaupt nicht, wovon ihr redet. Wie ich fliegen? Niemals. Mir dauert es einfach zu lang. Ich weiß schon, warum ich fliegen kann. Weil das sonst alles viel zu lange dauert. Ah, wild spike drops from wild defenders found in cold biomes. Okay. Und? Was Neues entdeckt? Machen wir? Machen wir.
Ah. Oh, das Dran-Skelett liegt aber schön im Dschungel drin. Ich bin mal wieder überwältigt. So viele neue Sachen. Wir fliegen jetzt. Ich möchte noch ein bisschen was finden, bevor hier zu Ende ist, und deshalb fliegen wir jetzt doch, damit sich noch was tut. Was? Du weißt schon, dass du jetzt zu mir gehörst? Ich weiß nicht, ob ihr das Geräusch gehört habt, das ich gerade gemacht habe, aber das hat wirklich genau so geklungen, wie ich mich gefühlt habe. Hui. Warum ist das hier gespawnt? Ich meine, vielleicht spawnen die halt einfach zufällig irgendwo, aber das sah lustig aus. Ich glaube, das will ich zu Hause haben. Das sah aus wie so eine kleine Fee, Elfe oder sowas. Jetzt schaue ich natürlich gleich, ob ich nicht noch eins finde, damit die zu zweit sind. Zum Bebes machen. Immer schön an die Bebes denken. So, da schauen wir jetzt auch noch rein, weil vielleicht finden wir da noch mehr Schätze. Ah. Da ist wieder so ein Walderling oder wie das heißt. Nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Da ist auch noch mal einer. Die spawnen wohl gerne in Höhlen oder wo es dunkel ist oder beides. Der hat nichts gedroppt. Okay. Das nehmen wir mit. Mir fehlen noch ein paar Edelsteinerze für mein Drachennest. Da weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, ich brauche da eine Pilzinsel als Biom. Und ihr wisst, wie es beim letzten Mal war, als ich eine gesucht habe. Wir wollen das nicht nochmal machen. Ich glaube aber, es gibt noch ein anderes Biom. Ich glaube, es war. Wo muss ich denn hier raus? Wo muss ich denn hier raus? Ich bin falsch abgebogen. Wo muss ich denn hier raus? Hier. Ich glaube, dass man das auch in Sümpfen finden kann. Muss ich mal in Erfahrung bringen. Aber auch Sümpfe, also. Auch Sümpfe sind jetzt nicht so groß und so viel. Ja, das. Nee. Will ich da rein? Ich glaube, ich will da gar nicht rein. Auch da muss ich mir mal was überlegen, weil ich eigentlich so meine eigene kleine Myrmex-Farm haben möchte. Ich weiß zwar gar nicht warum, also wozu, denn man kann zwar mit denen dann traden. Ich glaube, hier war ich schon, wenn hier Schnee liegt. Man kann mit denen dann zwar traden. Aber was man da bekommt, ob das so gut ist, wisst ihr? So, hier kann ich noch reinschauen. Da werden Schätze generiert. Da wäre es ganz interessant, ob die von Ars Nouveau reingepackt werden. Nur bitte nicht unbedingt mit. Ja, das dachte ich mir schon, dass ich da nicht hinkomme, solange ihr da seid. Ja, dann kommt mal. Ist ja gut. Ist ja gut, wir klären das anders. Ist ja alles gut. Wir auch. Irgendwo, ich sehe gerade. Ich glaube, ich nehme die Fackeln mit. Ihr seid so laut. Ich kann mich gar nicht denken hören, so laut seid ihr. Steinspitzhacke mit Silk Touch, FE4 und Blending. Wisst ihr was? Ich nehm die einfach nur mit, weil es wirklich ein Hohn ist.
Warum ich die Dias mitnehme, keine Ahnung. Mana Region, ja, das ist von Asmur. Okay, es wird also in die Kisten rein generiert. Nametag sehe ich keins. Jetzt schaue ich noch in die Kiste da hinten. Meine Güte, ihr seid so laut. Es tut richtig gut, wenn der Schmerz nachlässt. Ja, mein Nametag. Ich werde viele Nametags brauchen. Ich muss die also alle immer schön brav mitnehmen. So, tschüss. Bin dann mal weiter. Ich brauche die ganzen Nametags nämlich für einige Tiere für mein Zoo, die nicht despawnen sollen, was ich sehr schade finde. Ich weiß, ich habe einen Villager, bei dem kann ich das kaufen und es ist alles nicht so tragisch. Aber wenn ich es hier gratis kriege, dann nehme ich es halt gratis mit. Tja. Ja, ich denke, es ist gut. Oder? Sagt ja. Sagt ja und schaut schön aus. Plains Village. Solorimet. Das ist ja auch mal ein Name. Und ab nach Hause. Tschüss. So, dann schauen wir mal, was ich alles dabei habe. Zuerst räumen wir das hier weg. Und dann... Ach, genau. Es ist doch so, dass ich hier nichts mehr reinpacken konnte. Ich weiß gar nicht, habe ich euch das gezeigt? Habe ich das für mich alleine gemacht? Der Drawer-Controller war ja vorher hier, da wo die Hopper runter sind. Und... Ich merke gerade, dass es gar nicht funktionieren dürfte, aber es funktioniert trotzdem. Moment. 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 Pass mal auf. Ich packe die hier rein. Jetzt sehen wir, wie viele hier drin sind. Jetzt nehme ich einen Stack raus, okay? Und diesen Stack packe ich hier oben rein. Dann rennen wir ganz schnell runter. Und dann können wir zusehen, wie die hier in den Drawer reingepusht werden. Das kann doch eigentlich gar nicht sein, oder? Da müsste doch der Drawer-Controller dazwischen sein. Der ist aber hier. Das ist zwar alles an ein System gekoppelt, weil ich dachte, ja, ich bin voll schlau, ich muss ja überhaupt keinen Drawer-Controller dran haben, es muss ja nur am System hängen, aber jetzt kommt mir, das reicht? Brauche ich gar keinen Drawer-Controller oder muss einfach nur der Drawer-Controller am System hängen? Moment, das hier drüben müsste dann ja auch, ja doch, das sehe ich auch. Das müsste dann hier drüben ja auch gehen. Das machen wir jetzt gleich nochmal und schauen, ob das da dann auch reingeht. Ich bin gerade... grenzwertig verwirrt, muss ich gestehen. Ja. Das wird hier einfach in die... das wird hier einfach reingeschoben mit Gewalt. Okay. So, nachdem hier in der Holzkiste ja nicht mehr viel Platz ist, packe ich die Sachen hier rein. Jetzt wird hier zwar ein bisschen rumgemischt, aber... Es ist ja irgendwo auch klar gewesen, dass das jetzt wieder losgeht mit, ich habe keine passenden Kisten für die Sachen, weil die alle aus einem neuen System kommen. Ah nee, halt. Psst, ich wollte mir das hier mal anschauen. Man kann Pfeile machen, orangen Farbstoff. Summon Wilden, ja. Water Breathing, okay. Und das? Klar. Sicher. Wenn ihr das sagt. Ich glaube, das ist schon voll, oder? Nein. Hallo, Camilla. Ja, ich dich auch. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen hier eine neue Kiste mit diesen Dingen an. Ne, den nicht. Den kann, das kommt runter.
Ich glaube, ich packe das ausnahmsweise erstmal hier rein. Du gehörst hier hin. Ja, du hast es schon schwer. Ich weiß es ja. Und die packen wir runter. Ich habe unten die Schränke immer noch nicht sortiert. Lichtaufnahme, Terry stand davor, hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja, Zukunfts-Terry darf das machen. Ein Glück bin ich jetzt die Gegenwarts-Terry und muss es nicht machen. So, wo packe ich es denn rein? Ich packe das hier rein. Ich werde mich sicher irgendwann wundern, hä, warum habe ich eine Steinspitzhacke drin? Und verzaubert auch noch und dann noch so gut, was? Aber... eigentlich wird das grüne Ding wahnsinnig gut hier mit reinpassen zu Squitchy, oder? Da werde ich aber einen Nametag brauchen. Also ich weiß nicht, ob ich einen Nametag brauche, aber ich will halt nicht, dass es despawnt. Also lieber... es sah ja friedlich aus. Ich glaube nicht, dass das einem Slime was tut. Ich hoffe, dass es dem Slime, dass es Squitchy nichts tut. Aber dann wäre Squitchy nicht mehr allein und hätte ein Fliegevieh bei sich mit drin. Das wäre doch, das wär doch was. Ich könnte natürlich auch so einen Blob da hinten nehmen. So, wie heißt du jetzt? Whirly Sprig. Keine Ahnung. Nein. So, Whirly. Dann schauen wir mal, ob sie sich vertragen. Und ob das Vieh vielleicht doch despawnt. Trotz Nametag. Habe ich auch schon erlebt. So. Hi. Wo setze ich dich hin? Hier setze ich dich hin. Ja, will gleich mal raus, ne? So. Also farblich super aufgehoben da drin. Sieht mega niedlich aus. Der kleine Propeller säbelt Squitchy wahrscheinlich irgendwas ab, aber irgendwas ist ja immer. So, und wo packe ich jetzt den Fisch hin? Ich glaube, ich packe den erstmal noch nirgendwo hin. Da hätte ich, glaube ich, lieber ein eigenes Abteil im Zoo zum Testen. Nicht, dass der mit irgendwas sich nicht verträgt und dann geht es wieder los. Ja, genau. So, dann schauen wir mal kurz noch da rein. Getting started. Genau. Spellcasting. Oh. Es tut mir gerade furchtbar leid, aber oh, so viel Text. Obtaining Source Gems. Das ist doch mal interessant. Dowsing Rod. Dowsing Rod. Blanks. Gold Ingot. Also doch Amethyst. Das würde ich ja mal machen. Gold Ingot und Arcwood Plants. So. Dann war das so. Muss ich jetzt irgendwas machen? What? Aber, what? Ach so, okay. Okay. Wie lange hält das an? Weiß keine Sau. Also das hier wird angezeigt, sehr schön. Das wird angezeigt, auch sehr schön. Ich meine, das sieht so aus, als wäre das alles recht nah zusammen. Ich sollte das machen. Ich mache nochmal so ein Ding. Ich sollte das machen, wenn ich eh gerade im Keller bin. Also, Keller. Unten halt. Jetzt gehen wir eben in meine Mine und ich weiß nicht, wie lange das anhält, aber sehe ich es noch? Ich sehe es nicht mehr. Kann natürlich sein, dass sehe ich jetzt hier noch irgendwas davon? Nein. Es war ja irgendwo da hinten. Jetzt fliege ich mit euch mal dahinter. Wir kriegen das schon irgendwo hin. Wie auch immer. So, eigentlich müsste es ja hier irgendwo sein. Aber hier ist nichts mehr. Deshalb muss ich das jetzt wahrscheinlich nochmal benutzen. Mhm.
mehr? Nee, ich sehe nur die. Ist jetzt natürlich nicht so toll, dass ich hier jetzt nach oben buddeln muss. Es wird grün, heißt es, ich komme näher. Und warum hier? Also ich meine, Moment. Sie werden grün oder heißt das nur, dass es jetzt gleich verschwindet? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, das funktioniert so nicht. Jetzt werden sie weiß. Ja, ich glaube, die werden einfach immer kleiner. Und jetzt verschwinden sie, oder? Ja. Wie soll ich die denn finden? Von oben sah es, ja, von oben sah es aus, als wären sie unter mir. Und wenn ich unten war, sah es aus, als wären sie oberhalb von mir. Das, ach so. Es sind tatsächlich einfach Amethysten gemeint. Okay. Ja, ich nehme sie dann mal mit, ne? Schön, dass wir drüber geredet haben. Ich meine, gut, jetzt habe ich Amethysten gefunden, aber wozu war das gut? Limited number of uses. Ach, you don't say. Ja, wenn ich das alles gelesen hätte, hätte ich das wahrscheinlich vorher gewusst. Na egal, jetzt weiß ich's. So. So ist ja. Gathering from nearby Source Links. Habe ich ja noch nicht so einen Source Link. Da. Ja, wie komme ich jetzt daran? Ich kapiere das alles noch nicht so wirklich. World Generation. Ja, gut. Sourceberry. Sourceberries. Gut. Da muss ich schauen, dass ich drankomme. Verstanden. Okay. Trinkets. Ciao, Flight. Summons a light that will follow the user as they move. Can be summoned and dismissed at any time. Das hört sich ja gar nicht blöd an. Char of Voiding. The item. Ne. Ring of Greater Discount. Ach ja. Warp Scroll. Warp Scroll, ja. New Glyphs Apparatus. Better Casting Upgrades. Starting Automation. Ja, ich. Ich bin gerade etwas überwältigt von den ganzen vielen neuen Informationen. Deshalb fliehen wir jetzt nach Hause. Und das nächste Mal werden wir mal craften, was wir craften können. Und dann schauen wir uns das einfach weiter mal an, was da noch so kommt. Tuff. Will ich Tuff mitnehmen? Nö. Ach, eines muss ich euch aber noch zeigen. Denn ich muss euch das sogar noch zeigen, weil wenn ich es jetzt nicht zeige, dann dauert es wieder ewig lange, bis es soweit ist. Ich hatte doch die Gemüsefelder angelegt und gesagt, wir machen eins in Blöcken und eins in Reihen, um zu sehen, ob eines davon wirklich schneller wächst. Jetzt war es so, dass Nichtaufnahme Terry hier ein bisschen unterwegs war und irgendwann waren die Felder einfach alle ausgereift und dann habe ich alle ernten müssen. Jetzt habe ich hier hinten nochmal was gemacht, damit ich nicht so weit laufen muss. Und wir halten fest. Ich habe tatsächlich die diesmal früher gemacht, also die Blöcke habe ich früher gesät. Hier die Reihen sind so gut wie alle fertig und hier... Also die Reihen wachsen tatsächlich etwas schneller. So regelmäßig oder beziehungsweise so unregelmäßig, wie ich ernte, spielt es für mich kaum eine Rolle. Aber ich, wie ihr seht, habe ich jetzt hier trotzdem Reihen angefangen. Ich habe ganz, ganz viele Reihen gemacht. Ich habe ganz, ganz viele Reihen gemacht. Ganz viele, ganz viele, ganz viele. Und dann gesehen, ah, sie reichen nicht. Also bin ich hier jetzt weiter am Ausheben. Weil mir die Felder nicht reichen.
Ach ja, und hier habe ich so eine kleine Nische gemacht für andere Dinge. Und hier habe ich zugemacht mit, wie heißt das, Dark Iron Trapdoor. Weil ich finde, das sieht ganz nett aus, so kann man machen. So ein, das Grün ist nicht das Schönste, aber mei. Genau, jetzt habt ihr alles gesehen, was wichtig ist. Und jetzt seid ihr wieder up to date. Und ein paar Kühe habe ich gezüchtet, aber das, ja. Das kann wohl dauern, bis ich da das Ding bekomme, das Artefakt. Wortfindungsschwierigkeiten. Ich hör's. Ich hör's genau. Wisst ihr, was ich noch machen will? Ich will diesen Tisch noch mit euch machen. Wo ist der? Den würde ich gerne noch mit euch machen. Das ist einmal hier Strip Blazing Arc. Strip Waxing. Achso, nee, das ist egal. Ich brauche nur einen Strip. Waxing Cascading. So. Har. So, einmal Strip. Kann ich. What? Was war das jetzt? Was war denn das jetzt gerade? Hat komische Dinge getan. Und vier Sticks brauche ich. Eins, zwei, drei, vier. Und so und so. Und oh. Erstens ist das falsch. So. Und zweitens glaube ich, brauche ich irgendwo Platz, wo ich die Sachen jetzt machen kann. Also ich kann die, noch kann ich hier einfach eine Etage dafür in Anspruch nehmen, dass ich. Ich sehe das jetzt erst, wie süß das ausschaut, was hier außenrum ist. So, das könnte ich jetzt hier hinstellen. Hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Hier hin, so. Jetzt steht er verkehrt rum, oder? Ja, so ist das richtig rum. Und was kann ich jetzt hier machen? Ah ja. So viel gleich. Ich meine, es sieht cool aus. Es sieht sehr cool aus und das Lila passt ja auch super rein. Vielleicht mache ich das doch unten schon rein. Oh, schaut mal. So. Kann ich das? Ich werde das nicht hier drauf machen können, aber ich kann es daneben hinstellen. Ach, stöhn doch nicht so. Mir geht's ja so schlecht. Ja, dann müsste ich ja direkt hier vielleicht Kisten hinstellen. Ich könnte hier so ein kleines Regal hinpacken. Ich werde da ein kleines Regal hinpacken hier irgendwo. Und dann stelle ich da die Kisten rein, wo die ganzen Sachen von Ars Nouveau reinkommen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann ist das ein bisschen sortiert. So wie ich aus der Graveyard-Mod alles hier unten reingemacht habe. Ja, das mache ich. Das machen wir. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Halt! Wir machen vieles beim nächsten Mal. Wir machen auch das hier beim nächsten Mal. Aber ich nehme sie schon mal raus, damit ich es nicht vergesse, dass wir das beim nächsten Mal machen wollen. Ich glaube, ich habe sie euch sogar gezeigt. Und dann habe ich sie brav viel reingepackt oder irgendwie sowas. Naja. Das packen wir hier weg, weil wir es einfach können. Und Zukunft Terry darf sich um die Grabbelkiste kümmern. So, bist du noch da? Du bist, ja, du bist noch da. Jetzt wünsche ich euch einen ganz wunderschönen Tag und einen wunderschönen Abend. Und freue dich aufs nächste Mal, wo ich wieder genauso verpeilt versuche, dann irgendwelche Magie zu wirken. Bis dann. Bye bye.